schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf betrank sie ein Töchterlein. Das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie eben Holz. Und wurde darum das Schneewittchen genannt, verwandt. Wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Schneewittchen erblickte, drehte sich ihr das Herz im Leib herum. Nun war das arme Kind in dem großen Wald mutterseelen allein. Mann, komm mal. Dass alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wusste, wie es sich helfen sollte. Da fing es an zu laufen und lief über die Steine und durch die Dornen. Und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei. Aber sie schadeten ihm nicht. Es lief so lange, nur die Füße noch fort konnten. Als es Abend werden wollte, versiegelte recht war. Und darin blieb es liegen, befahl sich Gott und schlief ein. Als es aber dunkel geworden war, kamen die Herren von dem kleinen Tal. Das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und schoben. Sahen sie, dass jemand darin gewesen war. Denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der Erste sprach: Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Der Zweite: Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Der Dritte: Wer hat von meinem Brötchen genommen? Der Vierte: Wer hat von meinem Gemüschen gegessen? Der Fünfte: Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? Der Sechste: Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Der Siebente: Wer hat aus meinem Becher mal getrunken? So kannst du bei uns bleiben und es soll dir an nichts fehlen. Ja, sagte Schneewittchen, von Herzen gern, ich bin bei ihnen. Was hilft ihnen doch? Abend kam es wieder und da musste ihr Essen bereit sein. Tagüber war das Mädchen allein. Da warnten es die guten Zwerglein zu fragen. Ich hüte dich vor deiner Stiefmutter, die wird bald wissen, dass du hier bist. Lass ja niemanden herein. Die Königin aber, nachdem sie Schneewittchen Blume gegessen zu haben, dachte nichts anderes, als sie wäre wieder die Erste und Allerschönste, trat vor ihrem Spiegel und sprach: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete der Spiegel: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen, bei den sieben Zwergen, ist noch tausendmal schöner als ihr. Da erschrak sie, denn sie wusste, keine Unwahrheit sprach und merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte. Guten Tag, liebe Frau, was habt ihr zu verkaufen? Gute Ware, schöne Ware, antwortete sie. Schnürriemen von allen Farben und holte einen hervor, der auf Glitzerseite geflochten war. Die ehrliche Frau kann ich hereinlassen, dachte Schneewittchen, riegelte die Tür auf und kaufte sich den hübschen Schnürriemen. Kind, sprach die Alte,
ist, wie du aussiehst. Komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren. Schneewittchen hatte kein Haar, stellte sich vor sie und ließ sich mit dem neuen Schnörchen schnüren. Aber die Alte schnürte geschwind und schnürte so fest, dass dem Schneewittchen in der Arte verfiel und es wie tot hinfiel. Nun bist du die Schönste gewesen, sprach sie. Klopfte an die Tür und rief: Gute Wahl bei! Schneewittchen schaute raus und sprach: Geht nur weiter, ich darf niemanden hereinlassen. Das Ansehen wird dir doch erlaubt sein, sprach er. Sie kam heraus und rief in die Tür. Da gefiel dem Kind so gut, dass es sich betören ließ und die Tür öffnete. Als sie des Haus einig waren, sprach die Alte: Nun will ich dich einmal ordentlich kämpfen. Das arme Schneewittchen dachte an nichts und ließ die Alte gewähren. Aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, wirkte das Kind und das Mädchen fiel ohne Bedingung zu Boden. Du Ausdruck der Schönheit, Jasmin. Da antwortete das Spiegel wie vorher: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Als sie den Spiegel zur Rede hörte, ich darf nichts annehmen. Fürchtest du dich vor ihm? Den roten Backen isst du, den weißen will ich essen. Der Apfel war aber so tüchtig gemacht, dass die rote Backe allein vergiftet war. Schneewittchen genießte es nach dem schönen Apfel. So konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand nach hinaus und nahm die giftige Äpfel. Kaum aber hatte es einen Biss auf den Mund, fiel es tot zur Erde nieder. Da lachte die Königin und sprach: Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie ein Mond. Diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken. Und als sie daheim den Spiegel befragte, Spiegel und Spiegel einander war, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er endlich: Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann. Die Zwerglein, wie sie abends nach Hause kamen, spannen Schneewittchen auf der Erde liegen und es ging kein Atem mehr. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich alle sieben daran auf den weißen Weg. Da wollten sie es begraben, aber es sah noch so frisch aus wie ein lebender Mensch und hatte noch schöne rote Backen. Sie sprachen: Das können wir nicht in die schwarze Erde versenken, und ließen ein durstiges Lager aus Glas machen, dass man es von allen Seiten sehen konnte. Legten es hinein und schrieben die großen Buchstaben seinen Namen darauf. Innen bewachte ihn. Und zuletzt ein Vollkommen. Eines Tages kam ein Königssohn in den Wald und zu dem Zwergenhaus und wollte da gemacht sein. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und las, was die großen Buchstaben